Und es macht plus 25% Schaden gegen große Monster und gegen Gargoyles. Und warum es besonders geil ist, dass es gegen große Monster zusätzlichen Schaden macht, das werdet ihr im Laufe des Kapitels noch sehen. Kann ich... Nein, ich möchte die beiden Schwerter benutzen. Tänzerin und das Silberschwert. Dive-Ven. Ich kann die ja auch noch verstärken, das kommt ja noch dazu. Gut, und ich kann die beiden benutzen ohne... Ja, dann schmeiße ich Ultimatum und Bannfluch jetzt weg. Tut mir leid, ihr habt mir gute Dienste geleistet, aber ich habe... Ihr habt eure Meister gefunden. Aufwertungen. Rune des Feuers. Eine Erschöpfungsresistenz, eine Erschöpfung... Plus 15. Schleifstein. Plus 7% Schaden und Bluten plus 8%, ja... Das kann man machen auf beide Schwerter. What a fucking amount of damage. Jetzt können wir hier noch... Knallen wir hier noch eine Rune des Feuers drauf. Das hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt hat's geklappt. Rune des Mondes. Nee, Rune des Mondes. Nee. Auf jeden Fall krasse Schwerter. Jetzt haben wir natürlich keinen Life Drain mehr. Und die sehen auch ganz lustig aus. Die sehen mal. Oh, das ist schöne Runen. Frostmourne-Runen. Das ist mal was anderes. Auch schöne Runen. Richtig tolle Schwerter, die wir jetzt gefunden haben. Hoffentlich finden wir im Jorveth-Pfad auch so tolle Sachen. Hier könnte man ja beinahe mal runterspringen. Nur 23. Nur 23. Da kriegt ja meine Schwester mehr Taschengeld. Jetzt nehmen wir den Ausgang da, wo auch immer der hinführt. Ich weiß überhaupt nicht, ob das der richtige Weg ist. Waren wir in dieser Truhe schon? No. Wie kann eine Truhe so asozial sein? Man freut sich, eine Truhe zu looten. Und dann ist es immer so ein Scheiß. Na, was haben wir hier? Ah, und jetzt komme ich hier raus. Ah, okay. Okay. Probieren wir unsere neuen Schwerter aus. Au. Oh. Ja, das war gar nicht schlecht. Wir one-hitten. Okay, wir one-hitten die Viecher. Wie geht es mit euch? Wow! Okay. Vollkommen overpowered. Habt ihr das gerade gesehen? Wie wir die abmetzeln? Öffnen. Warum sollte ich das überhaupt... Warum sollte ich das öffnen? Los, lasst mich die Endriagenkönigin rufen. Ich will sie sehen. Nein, nein, ich rede jetzt nicht von deinen Brüsten. Lass sie eingepackt. Du kannst mir aber gerne Bilder davon schicken. So, öffnen. Oh, oh. Ah, cool. Man hat also da auch richtig Möglichkeiten, die Feinde zu schwächen. Das habe ich jetzt natürlich... gefickt eingeschädelt. So wenige sind das aber nicht, ne? Na schon.
Stirre, Bandit! Autsch! Weg hier! Jetzt müssen wir uns natürlich um die Königin kümmern. Es folgt auf dem... No, Brigida, no! Wie konnte ich das verpeilen? Fucking hell, man. Ich will endlich wissen, was sie mir zu sagen hat. Wow. Wow. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Open up, Qin Zhao. Open up, Qin Zhao. Open up. Open. Ha! Und erneut. Überspringen, überspringen. Bridget, da könntest du dich einen kurzen Moment zusammenreißen. Danke. Pump it up, pump it up, pump it up. Waffe wechseln. Aua. Was habe ich da gerade getan? Habe ich... Oh, ich habe die Endriagenkönigin gekillt mit meinem Finishing Move. Coole Scheiße. Naja, auf jeden Fall lebt Brigida. So soll das doch sein. Die verdammten scheiß Nilfgaarder. Ich hasse euch wie die Pest. Ich muss jetzt erstmal einen Schwalbetrank trinken. Warum sind wir eigentlich nur Level 29? Ja, stimmt doch irgendwas nicht. War ich nicht schon mal höher? Bin ich nicht viel höher mit dem Jorveth-Weg? Ich weiß es nicht. Aber es ist auch nicht so wichtig. Denn wir haben fucking Mega-Schwerter. So, wir sind kurz davor, unser Ziel zu erreichen. Haben jede Menge Typen gekillt, jede Menge Viecher beseitigt. Zwei tolle Schwerter gefunden, die unsere Ausrüstung perfektionieren. Die Gegend gefällt mir auch sehr gut einfach. Vom Design her sehr schön gemacht. Da ist der Fluss. Nein! This is the smuggler I spoke of. This was the smuggler you spoke of. Someone's coming. Fuck. You'll not sail off, you whore! Killer! Holy shit. Leider bin ich jetzt ziemlich mächtig. Tut mir echt sorry. Ah, Magier tot. Brigida! Die, Shit-Eater! Level aufgestiegen, das wollte ich doch... Genau das wollte ich lesen. Komm her. Und nun? Was machen wir nun? Er ist tot. Er ist tot, Jim. Sag bloß! You've dragged me far away from the city. You owe me an explanation. Who were those men? Who have you been hiding from? I don't know. 3 days like a rat, you said, and you don't know? I knew. I mean, I had my suspicions. So talk. Wer waren die Männer? Who's out to kill you? I don't know.
There you go again. Truly, I cannot be sure. At first I thought it was revenge for the children. But he knows I'm no traitor. It's not Roach. We both know that. Yes, yes. You're right. Ich brauche Informationen über Maravel und Kimbold, diese beiden Adligen, einflussreichen Adligen aus Temeria. They created this storm. Are they working together? I would say they detest one another. Or that's what they wish everyone to believe. The devil only knows. Erzähl mir von Kimbold. What does Baron Kimbold want? A strong Temeria and a strong North. He's obsessed. He believes we're surrounded by rebels and traitors. The Lavalettes, the Maravels. He's probably not alone in that belief. But he is alone in believing that he himself is the remedy for that end. The Baron sees himself on the Temerian throne. He claimed he would achieve this by marrying Anaïs. Isn't she a little young for him? He's a disgusting old setter. He'd be a tyrant were he to don the crown. Ja, in der Tat. Ekelhafter Pedobär. You know what the Count intends? No, but I cannot imagine anyone more different from Baron Kimbold. Meaning? I would call him a sheep were his heart not black. He's a jester. An especially nasty one, though I cannot identify his master. He may not even have one. Du hast ja einiges erfahren bei der Arbeit für Roach. Seems you got to know the Baron and the Count well. Then there's Roach. Pretty interesting social life, I'd say. Being a courtier, that was no life for me. I thought it terribly dull and found a remedy. Searching for excitement shouldn't get you killed. It's the last time I do anything of the sort. You can't be sure of that. Is Vernon the only person you do favors for? I've never betrayed Temeria, if that's what you ask. Was ist mit dem Konvoi geschehen? Was ist mit Boosie geschehen? What happened to the convoy carrying Anaïs and Boosie? What about the children? We were ambushed. The caravan was destroyed. I need details. We were traveling along the agreed path, with a limited escort so as not to draw attention. The children were in two separate wagons, a safety measure, I was told. Which one were you in? I was with Anaïs. One day a messenger appeared with orders for the caravan's commander. A change of plans. We turned north to travel a longer route for safety's sake. Soon after the turnoff, we were attacked. Attackers were killing everyone indiscriminately. One pulled me from the wagon, but a bolt pierced his neck. He was mayhem. I ran for the bushes and hid. Did you see what happened to the children? The driver of Boosie's wagon was shot. The horses got spooked and ran off into the forest, taking the wagon with them. When the fighting was done, they found Anaïs still in her wagon. I turned away for fear of what they might do. I nearly grabbed her and fled. Any idea what happened to the caravan commander's orders? I have them. After they took Anaïs, the bastards were in a hurry. They didn't even think to search the corpses. Take them. Thanks. Sure you can manage that boat? I must. I'll not return to the city. Thank you again, Witcher. And follow this through. You'll do us all a favor. Auf dem Waldpfad erstmal bleiben. Ich möchte diesen Brief lesen. Befehle zur Änderung der Siegelbarung Kimbolds. Geehrter Herr, ich, der ich von Konvoiführung noch weniger weiß als von der Zimmermannskunst, bin der Letzte, der anderen sagen würde, wie sie ihre Arbeit zu tun haben. Ich beeile mich zu versichern, dass ich mit hölzernen Gegenständen nur auf dem stillen Örtchen zu tun habe. Es ist die Sicherheit der Kindervolltests, die mich veranlasst, dich zu warnen und eine Kursänderung zu empfehlen. Die ursprüngliche Route ist äußerst gefährlich und gespickt mit Banditen, wie wir, die wir euch vorausreisen, persönlich erfahren mussten. Konstabler Natales selbst wurde von einem Verräterpfeil leicht verwundet. Aufgrund der Bedeutung der dir anvertrauten Person und der Verantwortung, die auf deinen Schultern lastet, empfehle ich, durch das Starental zu reisen, in der örtlichen Schenke zu rasten und dann vom alten Pfad zu folgen,
dem Altvater von den Folters zu seiner Zeit von Räubern hat befreien können. Bedenke, wenn deinen Schützling etwas zustößt, wird dir Blut deine Hände beflecken. Vielleicht hat er das auch nur gesagt, weil er wusste, dass... Ja, weil er das inszeniert hat. Weil er dort einen Hinterhalt geplant hatte. Und wollte, dass die Kinder entführt werden. Wobei das natürlich keinen Sinn macht. Wir haben gehört, er ist ein fanatischer Temerier. Und er will ein starkes Temerien und einen starken Norden. Und dann würde er nicht die rechtmäßigen Thronerben so in Gefahr bringen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Auf jeden Fall ist der Quest damit noch nicht zu Ende offensichtlich. Es geht noch weiter. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, was dahinter steckt zwischen Baron Kimbold und dem Graf von Maravel. Aua. Auf jeden Fall eine sehr interessante Quest. Ich werde jetzt dann die Aufnahmesession abbrechen und beim nächsten Mal werden wir der ganzen Sache noch näher auf die Schliche kommen und mal gucken, was uns hier dann noch erwartet. So, jetzt müssen wir relativ genau, da hinten ist der Ausgang. Ja, dann bis zum nächsten Mal und freut euch auf die nächste Folge The Witcher 2.